Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. Die Funktion Summe wenn hat leider den Nachteil, dass man nur eine einzige Bedingung, also nur ein einziges Suchkriterium verwenden kann. Die Funktion gibt es seit Excel 2007, aber auch in der Mehrzahlform, nämlich als Summe wenns, so wie es hier steht. Der Aufbau unterscheidet sich etwas von der Summe-Wenn-Funktion, also von der einfachen Variante, nämlich dahingehend, dass man immer abwechselnd den Kriterienbereich und dann das Kriterium angibt. Das will ich Ihnen mal am folgenden Beispiel in dieser Tabelle hier demonstrieren. Hier haben wir nämlich die Kosten und das Budget verschiedener Abteilungen pro Quartal angegeben. Und ich möchte jetzt die Gesamtkosten des Vertriebs im Jahr 2007 ermitteln. Wenn wir mal ein bisschen weiter nach unten gehen, hier haben wir die Abteilung Vertrieb im Jahr 2007 und hier haben wir dann entsprechend die Kosten, die müssten wir aufsummieren. Das geben wir dann so ein, dass wir sagen Summe wenns. Sie sehen, ich habe hier die Eingabe schon begonnen. Wir sind schon fast an der richtigen Stelle. Ich tippe zweimal Pfeil nach unten und nochmal, dann sind wir hier bei der Summe wenns, also bei der Mehrzahlform. Einmal Tab und der Befehl wird vervollständigt. Sie sehen, dass hier zunächst der Summierbereich angegeben werden muss. Das ist also der Bereich, in dem letztendlich die Kosten stehen. Wir wollen ja Kosten aufsummieren. Wir markieren in dem Fall die gesamte Spalte, natürlich ohne die Überschriften. Und als nächstes folgt der Kriterienbereich und dann immer abwechselnd das Kriterium, dann der nächste Kriterienbereich und das nächste Kriterium und so weiter. Das erste ist also immer der Bereich, in dem summiert werden soll. Also, was ist unser Kriterium? Es geht um den Vertrieb im Jahr 2007. Wir haben also zwei Kriterien. Wir suchen den Vertrieb und zwar hier in der Abteilungsspalte. Unser erster Kriterienbereich ist somit die Abteilungsspalte, diese hier. Wir markieren die komplett und geben dann in Anführungszeichen, da es sich ja hier um einen Text handelt, den Namen der Abteilung ein, nämlich Vertrieb. Anführungszeichen. Und somit ist schon unser erstes Kriterium festgelegt. Wir kommen zum zweiten Kriterium und dieses suchen wir in den Jahren, das heißt hier in der Jahresspalte. Das ist der entsprechende Kriterienbereich, in dem gesucht wird. Und was suchen wir? Nun das Jahr 2007. Da es sich hier um eine reine Zahl handelt, können wir diese auch ohne Anführungszeichen angeben. Und wir sagen runde Klammer zu und Enter. Damit haben wir 51.500 Gesamtkosten des Vertriebs im Jahr 2007. Das überprüfen wir an der Stelle einfach mal, indem wir hier im Jahr 2007 für den Vertrieb einfach mal sämtliche Quartale hier markieren. Und Sie sehen, hier unten wird es auch entsprechend ausgerechnet mit 51.500 Euro. Die Zahl also stimmt. Nur noch das Gesamtbudget im ersten Quartal 2006. Hier wird also gefragt über alle Abteilungen hinweg, was war das Gesamtbudget im Jahr 2006? Das geben wir entsprechend ein mit der Summe-Wenns-Funktion. Wir haben ja auch wieder zwei Bedingungen. Das Quartal muss die 1 sein und das Jahr muss die 2006 sein. Nun, wo wollen wir summieren? In diesem Fall nicht die Kosten, sondern eben wir wollen das Budget aufsummieren. Somit markieren wir die Budgetspalte. Der Kriterienbereich ist in dem Fall für das erste Kriterium, das Quartal. Wir markieren also die Quartalsspalte und können dann, da es sich hier um eine Zahl handelt, die 1 ohne Anführungszeichen eingeben. Und mit Semikolon geben wir dann das nächste Kriterium ein. Wieder der Kriterienbereich und das Kriterium. Immer abwechselnd, bis man eben alle Kriterien durch hat. Nun, das nächste Kriterium war das Jahr und das soll 2006 sein. Das heißt, wir markieren hier als nächstes die Spalte Jahr und geben mit Semikolon den Wert 2006 ein. Runde Klammer zu, wir sagen Enter. Wir gehen wieder an die richtige Stelle und Sie sehen 127.000 Euro. Wenn wir das jetzt von Hand nachrechnen wollten, wäre das ein bisschen schwieriger, weil das erste Quartal im Jahr 2006 ist ja hier über mehrere Stellen verteilt. Sie finden das hier, Sie finden es hier, Sie finden es hier und so weiter.
Hier noch eine kleine Aufgabe dazu. Ermitteln Sie das Budget der Abteilung Controlling im zweiten Halbjahr 2006. Wir müssen also in dem Fall wieder mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen. Und bevor ich es vergesse, natürlich, wenn man in der Summe Wenns-Funktion mehrere Kriterien angibt, dann werden die per logischem Und verknüpft. Sowohl das eine, als auch das andere, als auch das dritte und so weiter muss gelten. Das ist das logische Und. Hier werden wir für die Aufgabe auch wieder mehrere Bedingungen eingeben müssen, nämlich die Abteilung muss Controlling sein. Das wäre die erste Bedingung oder das erste Kriterium. Und das Halbjahr, nun, wir haben ja hier keine Halbjahre, aber wir können hier einen Vergleichsoperator verwenden, indem wir sozusagen sagen, das Quartal muss größer gleich 3 sein. Denn dann bekämen wir die Quartale 3 und 4 und das ist ja nichts anderes als das zweite Halbjahr. Das heißt, Sie müssen sozusagen in der Lage sein, das, was hier im Text steht, umzusetzen in eine Bedingung, in eine Excel-Formel. Das wäre also die zweite Bedingung und die dritte Bedingung muss natürlich sein, dass das Jahr gleich 2006 ist. Wie also geben wir das ein? Wir sagen Summe Wenns. Ich gebe das hier oben mal ein. Es geht um das Budget, wie man hier sieht. Wir müssen also die Budgetspalte aufsummieren. Semikolon. Die erste Bedingung ist, dass die Abteilung Controlling ist. Das heißt, ich muss hier die Abteilungsspalte markieren. Hierin will ich ja was suchen. Was will ich darin suchen? Nun, ich will hier die Abteilung Controlling suchen. So gebe ich das entsprechend ein. Komme jetzt zur zweiten Bedingung, Semikolon. Und da ich jetzt das zweite Halbjahr formulieren will, muss ich an dieser Stelle die Quartalsspalte markieren, denn in dieser Quartalsspalte suche ich jetzt nach den Quartalen 3 und 4. Und ich formuliere das entsprechend so, dass ich als Bedingung einen Vergleichsoperator verwende, nämlich das Quartal soll größer gleich 3 sein. Damit bekomme ich die 3 und die 4 und das ist das zweite Halbjahr. Und da ich eben einen Vergleichsoperator an dieser Stelle verwende, muss ich diese Bedingung, dieses Kriterium auch wieder in Anführungszeichen setzen. Das war also die zweite Bedingung und die dritte Bedingung bzw. Kriterium. Hier soll das Jahr 2006 sein. Somit markiere ich die Spalte Jahr. Natürlich bis da unten. Und das Kriterium selber, das, was ich in dieser Spalte suche, ist das Jahr 2006. Und da es sich um eine Zahl handelt, kann ich mir die Anführungszeichen ersparen. Runde Klammer zu, einmal Enter. Und Sie sehen, wir haben hier 44.000 Euro Gesamtbudget im zweiten Halbjahr für die Abteilung Controlling. Wir formatieren das vielleicht noch in einem ordentlichen Währungsformat. Hier vielleicht dieses. Und so steht es dann schön da. Ich will es aber natürlich nochmal überprüfen. Und wir sehen in der Abteilung Controlling im Jahr 2006 Quartal 3 und 4, das ist das zweite Halbjahr, da wollen wir die Budgets aufsummieren und das ist 2 mal 22.000, also 44.000 stimmt. Nun kann man genau wie bei der Summe-Wenn-Funktion die Kriterien, die man haben möchte, eben auch aus Zellen beziehen, wie immer. Und ich möchte beispielsweise erreichen, dass man das Jahr und die Abteilung eingeben kann und hier das Budget bzw. eine Zelle darunter die Kosten ermittelt. Somit geben wir an dieser Stelle ein, Summe Wenns. Wir haben ja in dem Fall wieder zwei Bedingungen. Wir summieren den Budgetbereich. Also als erstes wird hier der Budgetbereich, die Summenspalte, markiert. Als nächstes geht es hier um das Jahr. Wir suchen in der Spalte Jahr das, was in dieser Zelle steht. Und das nächste Kriterium ist die Abteilung. Das heißt, wir suchen in der Abteilung, in der Spalte Abteilung, die Abteilung, die an dieser Stelle eingegeben wurde. Runde Klammer zu und somit haben wir das entsprechende Budget. Genauso machen wir das mit den Kosten. Ich sage hier gleich Summe Wenns. Diesmal ist die Kostenspalte die Summenspalte.
Ein erstes Kriterium suche ich in der Jahresspalte, nämlich das, was hier für Jahr eingegeben wurde. Und das zweite Kriterium ist die Abteilung. Das heißt, ich suche jetzt in der Abteilung diejenige Abteilung, die hier eingegeben wurde. Runde Klammer zu, einmal Enter. Und Sie sehen, wir haben für diese Angaben das Budget und die Kostensumme ermittelt und können dann an dieser Stelle ausrechnen, ob wir das Budget überschritten haben oder nicht, beziehungsweise um welchen Betrag wir es überschritten haben. Wir müssen dazu einfach rechnen, Kosten minus Budget, und das ist dann sozusagen die Überschreitung, der Betrag der Überschreitung, wenn eben die Kosten größer als das Budget ist. Wir sagen also einfach an dieser Stelle Kosten minus Budget. Und Sie sehen an dieser Stelle, die Kosten waren geringer als das Budget. Das heißt, wir haben sozusagen noch 15.000 Euro Luft nach oben. Und wenn die Kosten größer wären, dann wird es eben hier entsprechend als positiver Wert dargestellt. Das Ganze reagiert jetzt insofern flexibel, als dass wir eben hier nach Belieben ein anderes Jahr und natürlich auch eine andere Abteilung eingeben können. 2007 und Produktion. Und Sie sehen, die Zahlen werden hier entsprechend ausgerechnet. Hier noch ein Anwendungsbeispiel. An dieser Stelle habe ich eine Tabelle vorbereitet mit einer Firma, die über verschiedene Länder verteilt ist, in verschiedenen Standorten lokalisiert ist und ihre Produkte in verschiedenen Sparten anbietet. Die Umsätze sind jeweils pro Jahr und pro Quartal notiert. Hierzu stellt sich jetzt zum Beispiel folgende Frage: Wie hoch war der Gesamtumsatz in Frankfurt im Jahr 2007? Das heißt, wir haben wieder zwei Bedingungen. Einmal muss der Standort gleich Frankfurt sein und das Jahr muss 2007 sein. Und wir summieren die Umsatzspalte auf. Somit haben wir wieder eine Summe-Wenns-Funktion, also hier die Mehrzahl. Wir summieren die Spalte Umsatz auf. Und diesmal werde ich diesen Bereich jetzt mit der Taste F4 fixieren, weil ich nachher die Formel hier vielleicht nach unten wegkopieren will, weil ich nicht jedes Mal neu diesen Summierbereich aufziehen möchte. Semikolon. Das erste Kriterium ist der Standort. Wir suchen also im Standort nach Frankfurt und somit werde ich auch diese Spalte hier markieren. Und natürlich entsprechend auch mit der Taste F4 fixieren, damit ich nachher die Formel nach unten wegkopieren kann. Semikolon. Und wir suchen nach dem speziellen festen Wert Frankfurt. Das nächste Kriterium ist die Jahresspalte. Wir suchen in dem Jahr, auch hier werde ich wieder mit F4 fixieren. Wir suchen in dem Jahr, in der Jahresspalte, um genau zu sein, das Jahr 2007. Es handelt sich um eine Zahl. Hier kann ich mir also die Anführungszeichen ersparen. Wir sagen Enter und formatieren das Ganze nochmal im Währungsformat. So sieht es ein bisschen besser aus. Und dasselbe im Prinzip nochmal in grün, nur dass es sich jetzt um Österreich und um das Jahr 2006 handelt. Somit kann ich die Formel, die ich hier ermittelt habe, einfach mit Steuerung C und Steuerung V nach unten wegkopieren. Und muss hier an dieser Stelle nur die entsprechenden Änderungen vornehmen. Es handelt sich nicht um den Ort Frankfurt, sondern um das Land Österreich, um genau zu sein. Also hier dürfen wir auch nicht die Spalte Standort als Suchspalte verwenden, sondern das Land. Also an dieser Stelle müssen wir zweimal sozusagen nacharbeiten. Das hier ist Österreich zum einen. Und zum anderen suchen wir an dieser Stelle eben nicht in der B-Spalte, sondern eben in der A-Spalte. Und ich ändere das einfach hier mal manuell. So ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Das Jahr ist immer noch dieselbe Spalte, die Spalte D. Und wir suchen hier nicht das Jahr 2007, sondern das Jahr 2006. Wir sagen Enter und haben dann die entsprechenden Werte. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.